da sind wir wieder. Und wir sind fleißig bei der Arbeit, wie Sie sehen. So muss das sein. Eigentlich zocken wir nur, um ganz ehrlich zu sein, und tun einfach mal so, als wenn wir ganz megamäßig beschäftigt wären. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, um die Laptops hier geht es heute gar nicht unbedingt. Es geht vielmehr um das Zubehör, was man braucht, um einfach mal entspannt durch einen Arbeitstag durchzukommen. Eben nicht aufzustehen und sagen, oh, tut mir das Kreuz weh oder irgendwie sonst etwas für Geschichten. Wir werden Ihnen tolle Dinge zeigen, die Ihnen zu Hause oder auch eben im Büro, beim Spielen oder beim Arbeiten das Leben deutlich leichter werden lassen. Du machst es dir schon gemütlich, aber den zeigen wir gleich erst, ne? Ja, du fängst an. Ja, ich fange an. Okay, dann komme ich mal ein Stück weit raus zu Ihnen und zeige Ihnen mal unseren ersten Artikel. Bitte nicht wundern. Auf dem das kommt später, bitte. Die Leute denken das jetzt auch, was zieht der sonst mal alles aus der Tasche? Ich komme mal zu Ihnen hier und zeige Ihnen mal unseren ersten Bürostuhl, den wir im Programm haben, der Ihnen sicherlich auch sehr gut gefallen wird und Ihnen sehr gute Dienste erweisen wird. Denn als allererstes fällt natürlich jetzt mal dieses Mesh-Gewebe auf. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne Vollnetzbespannung, sowohl für den Rücken als auch für den Gesäßbereich, für die Oberschenkel und natürlich auch für den Nackenbereich. Das heißt, auch wenn man mal im Hochsommer mal eine Stunde oder zwei länger am Rechner sitzt, hier fängt man nicht wirklich an zu schwitzen. Ist vom Sitzkomfort ausgesprochen angenehm, dass man den selbst verständlich in der Höhe verstellen kann. Das, glaube ich, wissen Sie wahrscheinlich. Dann haben wir natürlich unten diese praktischen Rollen. Und Sie haben schon gemerkt, obwohl ich gerade drauf gesessen habe, konnte ich mich locker hier über den Teppich bewegen. Und der ist schon ganz schön hochflorig. Bei glatten Böden ist das überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt zeige ich noch mal was. So, wenn man sich hier mal draufsetzt, kann man natürlich absolut ergonomisch und rückenschonend. Schauen Sie mal hier. Rücken liegt wirklich komplett auf. Ist richtig schön geformt, das Ganze. Ja. Kann ich natürlich auch mal Kannst in einer... Kannst du die Hände auch oben verstellen? Warte, ich komme mal zu dir kurz rüber. Die Nackenstütze. Kann man das verstellen? Ja, kannst du hochziehen. Ach, sehe. Ja, so. Leg mal jetzt. So, kannst du auch mal eine schöne Pause zwischendurch machen. Das funktioniert alles. Das ist natürlich jetzt alles recht statisch, was wir hier machen. Ne? Kannst du auch in der Höhe verstellen, wenn du das möchtest. Ich möchte mal was anderes zeigen. Ja, also, guck mal. Ist, so, komm hier. Da. Ja. So funktioniert das. Oder? Wenn du jetzt mal ein paar Minuten auch mal Fernsehen schauen möchtest oder ziehst dir mein YouTube-Video oder so rein, dann setzt du dich ganz entspannt dahin. Da. So darf das aussehen, ja? Und wenn Sie mal eine richtige Pause machen wollen, warte mal, jetzt muss ich mal was machen, was ich, glaube ich, in diesem Studio noch nie gemacht habe. Dann klappst du ganz einfach diese Lehne zurück und lehnst dich mal ganz entspannt zurück und nimmst dir vielleicht noch eine Tasse Kaffee dazu oder ein leckeres Stück Kuchen und so kann man dann richtig schön relaxen. Ganz ehrlich, das ist der bequemste Bürostuhl, auf dem ich jemals Platz nehmen durfte. Vielleicht sollten wir mal so ein Dutzend davon bestellen für unsere Redaktionsräumlichkeiten, oder? Da habe ich nämlich immer im Kreuz, wenn ich in einer Stunde wieder aufstehe. Was ich wirklich an dem toll finde, du hast es angesprochen, hier diese tollen Armlehnen, die du auch in der Höhe verstellen kannst hier. Das geht ja auch wirklich super einfach. Sie sehen das hier hoch, runter, hoch, runter. Das geht wunderbar. Ganz nach Belieben einstellbar. Und halt dieses tolle Netzgewebe, was wir hier am Stuhl haben. Das ist super, oder? Da fängst du nämlich auch nicht an zu schwitzen. Also gerade auch im Sommer wirklich sehr, sehr angenehm, dass du da auf diesem Stuhl sitzt. Du hast diese tolle Durchlüftung. Also das ist wirklich toll. Ja, übrigens, die Kollegen in der Regie nutzen den Stuhl auch schon. Mhm. Das heißt, die Kollegen in der Regie sind nochmal um Längen besser ausgestattet als wir hier in der Redaktion, einer unserer Regisseure, der Stefan, genau. Und hier sehen wir auch, wie das genutzt wird. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, in der Regie hat es aufgrund der Technik und aufgrund der vielleicht nicht immer so hundertprozentig eingestellten Heizung mitunter Temperaturen um die 35 Grad. Ja, da ist so ein Stuhl natürlich optimal. Also da kann es keinen besseren geben. Aber was mich hier begeistert, gerade bei unserem Bürostuhl, ist wirklich der Preis. Weil wir bieten hier Bürostühle an. Wenn du mal im Fachhandel schaust, was so ein toller Bürostuhl mit diesen ganzen Funktionen, die wir hier gerade gezeigt haben, was der kostet, dann bist du locker bei 500, 600 Euro. Mhm. Und auch hier, schau dir das mal an. Der empfohlene Preis vom Hersteller liegt bei 599 Euro. Das ist Wahnsinn. Aber dieser Stuhl ist wirklich jeden einzelnen Penny davon wert. Die Einstellmöglichkeiten finde ich super. Dass man hier eben die Armstützen auch mal für etwas kleinere Menschen ruhig mal etwas hoch machen kann. Und jetzt zeige ich mal. Sieht doch lustig aus, oder? Ich komme jetzt mit den Füßen eigentlich kaum noch auf den Boden. Das heißt also auch mal ein 1,90, 1,95 Kerl kann da locker drin Platz nehmen. Kannst natürlich auch noch einfach etwas runtergehen. So, das heißt jetzt auch mal für die etwas kleineren Mädels. Wäre mir jetzt zu tief für eine etwas kleinere Dame, absolut perfekt. Hast hier die Einstellmöglichkeiten für die Nackenstütze und kannst eben das Ganze entweder festmachen hier von der Rückenlehne her. Oder du machst es, Moment, so, locker machen. Machst es einfach ganz entspannt da wieder los.
wenn es in dem Moment dann funktioniert. Eine tolle Geschichte. Ja, finde ich super. Finde ich Spitzenklasse, auch vom Preis her. Ganz ehrlich, den hätte ich schon ganz gerne für zu Hause. Ich glaube, den bestelle ich mir. Der ist wirklich schön. Also selbst wenn du mal eine Stunde am PC sitzt und einen Brief schreibst oder dann halt vielleicht auch irgendwie mal ein Spiel spielst, in sozialen Netzwerken unterwegs bist oder cool, Filme bearbeitest oder so, Fotos. Da, du hast einfach diesen Komfort. Das ist toll. Also Spitzenklasse. Ich habe es ja sowieso mit dem Rücken und ich neige immer dazu, wenn ich mal so ein bisschen länger am Rechner sitze, um mal ein bisschen Papierkram zu erledigen, dass ich dann immer so leicht in den Buckel gehe, ja, wie man das eben so macht, ja, dann hast du das vielleicht eine schummrige Beleuchtung noch irgendwo im Arbeitsraum, ja, das ist immer etwas unangenehm. Insofern sackt man immer dann so ein Stück weit in sich ein. Das Problem hat man hier nicht. Kennen Sie die Laudosenstützen aus dem Auto? Ja, muss man normalerweise mit sehr viel Geld extra bezahlen. Das nimmt man in der Regel auch Zubehör, gerade bei den Ledersitzen wird das häufig angeboten. Die ist hier quasi von der ergonomischen Formgebung der Rückenlehne schon fast mit integriert. Das ist super angenehm, da kriegen Sie keine Rückenprobleme mehr, haben die Arme richtig angenehm wie in einer Schale drin und können so hervorragend arbeiten. Wir haben übrigens auch noch diesen Aufsatz für das Mauspad hier beispielsweise. Da müssen Sie noch nicht mal mit der Hand auf den Schreibtisch. Das ist komfortabel, das ist ergonomisch und das kostet nicht viel und das sollte Ihnen Ihre Gesundheit wert sein. Finde ich, oder? Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was du gerade schon gezeigt hast. Du hattest es auf deinem Sitz und hast es so ein bisschen herausgezaubert. Unser tolles Balancekissen. Und darauf schwöre ich ja total. Das ist gearbeitet wie diese Gummibälle. Schauen Sie sich das an. Ich kann es so ein bisschen drücken. Da sieht man es sehr gut. Ganz, ganz weich, mit Luft gepolstert. Und es gibt zwei Oberflächen. Wir haben hier einmal die Oberfläche mit den gröberen Noppen und auf der anderen Seite die Oberfläche mit den feineren Noppen. Je nach Belieben kannst du das Kissen dann unter deinem Popo stecken quasi, egal ob du auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Boden. Und dann gleicht der Körper hier diese Bewegung noch aus. Und das ist natürlich sehr schön für den Rücken, für den Bauch. Ganz toll. Ich empfehle den Damen übrigens immer diese Seite, weil da das Gewebe noch ein bisschen durchblutet wird, gerade im Popo, im Oberschenkelbereich. Das spricht natürlich nochmal die Zellulite-Problemzonen an. Deshalb, meine Damen, die ein bisschen genopptere Seite nach unten und dann... Ich fand es so lustig, als ich diesen Artikel das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn in die Hand genommen und habe gesagt, die wollen mich doch veralbern. Da ist doch gar keine Luft drin, wie soll das denn funktionieren? Aber genau das, oder genau die Tatsache, dass hier eben etwas weniger Luft drin ist und dieses Kissen nicht komplett aufgepustet ist, sorgt eben für eine ständige Bewegung des Beckenbodens. Sie selber werden davon eigentlich kaum etwas merken, es sei denn, Sie verlagern das Gewicht nach vorne, nach hinten, nach rechts oder nach links. Aber das ist gleichzeitig ein automatisches Training für die Rückenmuskulatur, gerade im unteren Rücken, eigentlich ein markanter Punkt, um die Stabilität des Körpers zu gewährleisten. So, Kathi sitzt schon für Sie auf dem Boden? Ja, das ist auch toll. Man kann auch schöne Übungen drauf machen. Also man kann es sich auf jeden Stuhl quasi drauflegen. Also egal jetzt, ob auf Ihren Küchenstuhl oder dann auch, wenn Sie sonst irgendwo sitzen, während Sie Kartoffeln schälen zum Beispiel. Einfach zack drauf sitzen und dann kannst du so ein bisschen, versuch mal das Becken kreisen zu lassen. Das lockert unheimlich Becken den Becken. Ja, genau, das ich Becken bin ein Mann, kreisen Kathi. Lassen. Ja, ach, du schaffst das sehr gut. Ja. Schön kreisen lassen, das sieht wirklich gut aus. Und dann merkst du richtig hier, wie das alles frei wird und wie das hier auch gestützt wird. Der Bauch wird ein bisschen angespannt. Ja. Du löst diese Verspannung und unterstützt das alles. Ja, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also du merkst richtig, wie der Oberkörper gerade bleibt, aber der Beckenboden irgendwie eine ständige Bewegung erfährt. Und damit man das natürlich ausgleichen kann, sorgt der Körper einfach dafür, vergleichbar als wenn sie über Kopfsteinpflaster laufen, dass die Muskeln angestrengt werden, die für diese Stabilität zuständig sind. Wenn man natürlich jetzt lange keinen Sport mehr gemacht hat, wird man ehrlich gesagt in den ersten 2-3 Tagen so einen leichten Muskelkater verspüren. Das ist aber toll. Das ist ganz Das ist aber ein sehr angenehmes Gefühl und spätestens nach 2-3 Tagen ist dieser Muskelkater verschwunden und Sie werden feststellen, dass man hier auf einmal wesentlich mehr Spannung in der Hüfte hat und das hilft natürlich auch, wenn man Hüftprobleme hat, wenn man vielleicht sonst immer in etwas gebückter Haltung durch die Gegend läuft. Vielleicht in Verbindung mit noch ein bisschen Bauchtraining ist das eine ganz, ganz tolle Angelegenheit, um auch wieder etwas fitter, speziell fürs Frühjahr zu werden. Aber wenn du jetzt lange sitzt im Büro oder auch mal an der Uni zum Beispiel, im Auto ist das auch ganz toll. Im Auto ist das wirklich toll. Wenn du längere Strecke fährst, dann nimmst du dir das einfach mit ins Auto, legst das mit rein für das Geld, 14,16 Euro. Du wirst merken, selbst längere Autofahrten überstehst du dann ohne diese... Kennst du das, wenn du länger gefahren bist und dann so diese Rückenschmerzen hast im unteren Rückenbereich? Ja, das kenne ich. Das geht hier völlig weg, wenn du dieses Balancekissen dir einfach dann noch mit ins Auto nimmst. Und das ist ja klein und handlich, das kannst du ja sogar mit in Urlaub nehmen, das ist ja überhaupt kein Problem. Könnte ich mir auch in Verbindung mit dem Massagesessel, der kommt gleich erst, mit dem
Bürostuhl vorstellen, den wir gerade schon vorgestellt haben. Unser Balancekissen liegt bei schlanken 14,16 Euro, liebe Zuschauer. Ist ergonomisches Sitzkissen, Trainingsgerät und Massagekissen in einem und hat bei uns die NC2818. Und die 569. So, der erste Bürostuhl, den wir kennengelernt haben, war schon Spitzenklasse. Aber ich habe Kathi ehrlich gesagt ein Stück weit beneidet um den zweiten, den wir noch vorstellen werden. Der ist doch jetzt mal butterweich das hier. Das ist mein Lieblingsbürostuhl hier, den wir haben. Und Sie sehen hier einmal gerade an der Seite schön an auf meinem Arm hier die tolle Verarbeitung. Da sind diese Ziernähte aufgebracht. Hier sieht man das sehr schön. Gepolsterte Armlehnen. Schauen Sie mal. Und wie dick gepolstert. Ganz, ganz schön dick gepolstert. Mit diesen schicken Ziernähten. Wir haben hier hochwertigstes Kunstleder. Und ich fahre ihn mal ein bisschen zur Seite, damit wir uns den auch mal in ganz anschauen können. Ich nehme ihn mal mit, weil der hat wirklich einiges an Extras. Da sind wir schon. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann sehen wir es direkt. Also die Armlehnen dick gepolstert, aber auch die Sitzfläche hier mit diesen unterschiedlichen Bereichen wirklich schön ausgepolstert. Ganz, ganz geschmeidig. Ganz, ganz dick hier, die einzelnen Segmente. Auch der Rückenbereich hier, schön nachgearbeitet. Die Wirbelsäule wird hier gut gestützt. Auch hier wieder und diese, alles diese, toll gepolstert. Diese ergonomische Form für den unteren Rücken. Ja, wie gesagt, das, was man so im Auto als Laudosenstütze kennt, haben wir hier schon in der Grundform mit drin. Willst du mal lachen? Unser Kunde aus Lübeck schreibt uns. Ja, willst du wissen, was? Pass auf. Er schreibt, die Massagefunktion bei diesem Sessel hat mich gar nicht so sehr interessiert, sondern der Sessel an sich. Für den Preis sogar gepolsterte Lehnen, das muss erst mal jemand nachmachen, schreibt unser Kunde aus Lübeck. Die WIP-Funktion geht ausreichend weit zurück und bei meiner Größe von 1,84 Meter passen die Lehnen perfekt. Tür zu, Telefon aus, zurücklehnen, Füße auf den Tisch, Buch in den Schoß. Und los geht's. Genau so ist das. Gerade genau diese so gemütlich darf das sein. Ist natürlich hier hervorragend. Du kannst den toll drehen. Das geht ganz einfach. Sie sehen das hier. Bin ich wieder rum. Wir haben auch hier unten die tollen Rollen. Also auch vorgeschrieben, dass der halt nicht umkippen kann mit 5 Rollen. Auch die fahren sehr gut, sogar auf Teppich. Also ich war erstaunt. Sogar auf Teppich fahren die sehr, sehr gut. Sehr laufruhig, ja. Und wir haben natürlich das kleine Extra. Die Massagefunktion. Das finde ich irre. Ich fand es so lustig, dass unser Kunde aus Lübeck da gar nicht unbedingt so einen Wert drauf legt. Sie werden es sehr zu schätzen wissen, denn die Massagefunktion, die dieser Sessel inne hat, die hat man nicht nur entweder komplett an oder aus, sondern die kann man auf die unterschiedlichen Körperregionen einstellen. Das sieht man hier auch sehr schön an diesem kleinen Männchen, was hier aufgezeichnet ist. Sie sehen, ich habe jetzt ein Programm gewählt, das auf alle Bereiche wirkt, sowohl oberer Rückenbereich, unterer Rückenbereich, als auch unten der Popobereich, der Beinbereich, da kribbelt es auch manchmal so, wenn man lange sitzt, das schläft dann ein bisschen ein. Aber ich kann das hier auch alles individuell einstellen. Also kann zum Beispiel sagen, dass ich nur bestimmte Bereiche dann massiert haben will, auch so Impulsmassagen zum Beispiel. Das geht hier alles über diese Einstellung. Ich habe auch eine praktische Timer-Funktion mit drin. Das ist wirklich eine richtige Wohltat. Wenn ich mich hier in diesen Sessel dann setze, Ich komme mal dazu, weil das ist wirklich Spitzenklasse hier. Das ist toll. Man merkt, also so sieht man nicht wirklich, wenn die Massage eingeschaltet ist. Aber Sie werden es merken, liebe Zuschauer. Und wenn Sie einfach mal sagen, Mensch, ich habe so ein bisschen unten im unteren Rücken, da zwickt es ein ganz klein wenig, dann machen Sie einfach mal für ein paar Minuten die Massagefunktion für den unteren Rücken an. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Mensch, irgendwie, ich müsste mal eine Runde um den Block gehen, vielleicht ziehe ich den Hund mal eine Runde um den Block, wenn mir die Oberschenkel einschlafen, schalten Sie ganz einfach die Massage für die Oberschenkel mit ein. Das rüttelt die Muskeln wieder etwas frei, fördert die Durchblutung und wird Ihnen definitiv ein Gefühl der Entspannung vermitteln. Oder natürlich speziell für den oberen Rücken, wenn man eben in diese typische Ich-sitze-seit-3-Stunden-am-Rechner-Position geht und den Buckel macht, dann ganz einfach die Massagefunktion zuschalten, ein bisschen zurücklehnen, gerne auch mit der WIP-Funktion und dann ist das eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Richtig angenehm und komfortabel das Ganze. Und ich finde den, wie du es richtig schon sagtest, optisch einfach nur fantastisch. Durch diese dicken weißen Baseballnähte in diesem schönen, butterweichen Kunstleder, was wir hier haben. Tolle Angelegenheit. Und das für 161,41 €, liebe Zuschauer. Das ist wirklich Luxus und das hat auch unser Kunde aus Lübeck erkannt, der uns ja schon verraten hat, dass man für diesen Preis an anderer Stelle weder die Qualität noch diese Funktion zu erwarten hat. Schauen Sie sich das an, das ist ein Preisvorteil. Der Bildschirm ist größer von über 50% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Wenn Sie also da nochmal was Gutes tun wollen für Ihren Rücken, vielleicht auch für Ihren Gatten, der länger im Büro sitzt, dann ist das sicherlich genau die richtige Entscheidung. Das denke ich auch. Das ist so ein schöner Sessel. Ich mag ja dieses Gepolsterte. Ich finde das so schön. Das fühlt sich so bequem an. Glauben Sie mir, wenn Sie einmal in diesem Sessel gesessen haben, ja, in diesem tollen Bürostuhl, wollen Sie
immer an ihrem Arbeitsplatz sein und gar nicht mehr aufstehen. Ja, man sieht das hier. Ja, man sieht das aber hier, wie schön das hier gepolstert ist. Schau dir das mal an, das ist ganz kuschelig, wenn man sich da reinsetzt. Man kann den hier auch feststellen. Ich habe ihn ja immer auf dieser VIP-Funktion, weil ich das so toll finde. Wenn du dich hier nach hinten lehnst dann und es dir gemütlich machst, das ist so richtig, oh, herrlich. Kennst du noch die Fernsehserie Dallas früher? Nee. War bei uns Pflichtprogramm. Lief, glaube ich, immer dienstags abends. Und da hatte ich immer Glück, wenn ich dann als Junge damals noch, als kleiner Junge, dann etwas länger aufbleiben durfte. Und J.R. Ewing, ja, hatte früher also auch immer in seinem dicken Büro da, in seiner Firma bei Ewing Oil, diesen dicken, schweren Ledersessel. Und er hat mich als kleines Kind schon immer wieder fasziniert. Und da habe ich irgendwann mal zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch mal so einen Sessel haben. Und da sagte mein Vater seinerzeit noch zu mir, Herr Junge, da musst du aber ganz schön ordentlich ackern, weil der ist Chef in seiner Firma und der hat sich diesen Sessel auch hart erarbeitet. Och. Heute weiß ich, was mein Vater mir damals sagen wollte. Ja, aber das ist toll mit dieser Massagefunktion. Da kannst du mal richtig entspannen auch. So, Massage, ein richtig schönes, weiches Leder. Der Sessel sieht optisch fantastisch aus, ist super verarbeitet. Also von der Qualität müssen wir gar nicht sprechen. Das sieht einfach nur fantastisch aus und genau so wird er auch zu Ihnen geliefert. Und das Porto und Versand kostenfrei. Für 161,41 € gehört er in 2 bis 3 Werktagen spätestens mit unserem Partner DHL geliefert. Ihnen die NC4972 und die 569 wäre dafür die passende Bestellnummer. Toll. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Als ich reingekommen bin, hattest du so einen lustigen grünen Ball, auf dem du rumgewippt bist. Ja, soll ich die mal holen? Zuerst habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Was geht denn hier ab? Pass auf, sie kommen. Hier, möchtest du auch eins? Ja, logisch. Da. So. Warte, es kommt noch einer. Ich habe ihn. Schau mal. Das sind immer coole Dinger hier. Guck mal hier. Das sind diese klassischen Gymnastikbälle. Wow. Und wenn Sie eine Alternative vielleicht noch suchen, zu Ihrem klassischen Bürostuhl, dann kann ich wirklich diese Gymnastikbälle nur empfehlen. Wir haben hier einen mit 65 cm Durchmesser, der ist wirklich sehr bequem und der ist natürlich nochmal was ganz anderes, was den Sitzkomfort angeht, weil du hier natürlich den Rücken halt ganz anders belastet als in einem Stuhl, also das ist wirklich komfortables Sitzen und in vielen Firmen wird es ja auch schon angeboten mittlerweile, die haben dann solche Bälle, auf denen sie sitzen und auch das können sie sich nach Hause holen und da kann man natürlich nicht nur drauf sitzen, sondern man kann damit auch trainieren, da gibt es auch viele Übungen. Aber wir haben ja hier das Thema komfortables Sitzen heute. Das ist super angenehm, ganz ehrlich, das ist richtig schön weich hier. Ich habe eine richtig angenehme Sitzposition, Sie sehen das hier, das sind 90 Grad vom Winkel her in meinen Beinen, richtig angenehm. Liegt übrigens am Durchmesser dieses Gymnastiksitzballs, das sind ziemlich genau 65 cm, also perfekt. Ich sag mal, für eine Durchschnittsgröße alles so zwischen 1,70 und 1,90, perfekt vom Winkel her. Und natürlich hat man auch jetzt, wenn man möchte, diese ständige Bewegung mit dabei. Und durch die Rundung des Balls kommst du natürlich jetzt hier nochmal in einen ganz anderen Bewegungsrhythmus hinein, als eben noch mit dem Sitzkissen, was schon spitze ist. Aber hier kannst du ja nur wirklich, hier kann sogar ich hier vom Winkel her korrigieren. Ich find's toll. Richtig schöne Kurve drehen. Dass ich das nochmal hinkriege. Ja, Wahnsinn. Aber das ist gut. Das Wahnsinn. Ist ganz tolles cool. Sitzen. Und Sie werden es lieben. Und auch den haben wir wirklich zu einem Wahnsinnspreis. Weil wenn man mal schaut, was diese Sitzbälle kosten. Die gibt es ja dann wirklich in den einschlägigen Fachgeschäften auch. Ja. Wo man auch so Bandagen und sowas kaufen kann. Ne? Ja. In Orthopädie-Fachgeschäften. Bitte? In den Orthopädie-Fachgeschäften. Genau, und da du die. Sind die richtig teuer. Da kosten die wirklich 30 bis 50 Euro, wenn du dir so einen tollen Sitzball kaufen möchtest. Die Qualität und ist vergleichbar. Und der kommt auch gleich mit einer Pumpe zu Ihnen nach Hause. Soll ich mal die Pumpe suchen? Da habe ich dich eben mit der Pumpe, glaube ich, ja, ein Stück weit gefoppt. Die lag vor mir auf dem Tisch. Ich sage, hör mal, was ist das denn da? Das ist die Pumpe für den Ball. Der Carsten war etwas irritiert, weil ich die Pumpe auf dem Tisch hatte. Aber das sah zuerst aus wie eine große schwarze Spritze. Nein, ich denke, was hast du denn vor mit mir? Den Ball auf, die ist natürlich mit dabei. Dann können Sie den auch zack, zack aufpumpen. Und dann haben Sie hier Ihren schönen Sitzball. Und das für kleines Geld. Und der macht richtig Spaß. Ganz ehrlich, meine Frau hatte, als sie noch im Büro gesessen hat, einen klassischen 8-Stunden-Bürotag. Und da sitzt man natürlich dann da auf diesen Stühlen, auf den ganz normalen Stühlen. Da passiert das, was wir auch schon angesprochen haben. Das bedeutet, irgendwann gehen Sie so in diese typische Buckelschonhaltung. Wie so der Glöckner von Notre Dame, sage ich manchmal dazu. Meine Frau ist dann irgendwann dazu übergegangen und hat sich diese Sitzbälle einfach mal dahingestellt und sagte, seitdem hat sie keine Rückenprobleme mehr, weil das eine sehr angenehme Sitzposition ist. Ich muss also jetzt hier nicht großartig was veranstalten. Ich habe eine aufrechte Sitzposition und der Rücken wird dadurch natürlich entlastet, die Rückenmuskulatur gestärkt und das werden Sie in einigen Monaten deutlich spüren im Vergleich zu heute. Der Spaß kostet 16,06 €. Ich bitte Sie, das sollte Ihnen Ihre Muskulatur, Ihr Rücken
wert sein, bevor sie später im hohen Alter ähnlich mit Rückenproblemen zu kämpfen haben wie andere Leute. Die NC5024 und die 569. Und damit verliert die Arbeit im Büro schlichtweg ihren Schrecken.